Bubble Tea. Bubble, Bubble, Bubble Tea. Das langweilige Heißgetränk kalt zu servieren und mit Bubbles zu pimpen war revolutionär. Der Riesenhype ging um die ganze Welt. So wie Sebastian. Er reist nach Taiwan, wo das Trendgetränk erfunden wurde. Wow! What is that? Sebastian Lege reist nach Taiwan. Hier wurde das Teegetränk vor über 30 Jahren entwickelt. Herzlich willkommen in Taiwan, die Geburtsstätte des Bubble Tees. Und wie der Original Bubble Tea schmeckt und gemacht wird, das schaue ich mir jetzt mal an. Das große Konzerthaus von Taipei. Hier trifft Sebastian Lege Frau Lin Chiu Hoi. Sie hat den Bubble Tea erfunden, weil sie traditionellen Tee liebt. Hallo. Hallo. Ich habe eine taiwanesische Teezeremonie für dich vorbereitet. Tee gehört in Taiwan seit Jahrtausenden zum Kulturgut. Er wird nach einem ganz speziellen Ritual zubereitet und getrunken. Wie viel Ehrfurcht sowas gemacht wird. Das ist so schön. Vor dem Trinken soll Sebastian Lege erst einmal riechen, damit er alle Aromen des Tees wahrnimmt. Oh, wow. Good. That's very good. Das war verdammt lecker. So aromatisch. Bei so wenig habe ich noch nie getrunken vorher. In den 1980er Jahren interessieren sich immer weniger junge Taiwanesinnen und Taiwanesen für Tee. Damals will Frau Lin das Teetrinken retten. Sie probiert neue Teegetränke aus und setzt 1988 auf Schwarztee mit Eiswürfeln. Der Anfang von Bubble Tea. Den heißen Tee kalt zu servieren, brachte viele junge Leute unserer Teekultur wieder näher. Für die Süße gibt Frau Lin einen kleinen Schluck Zuckersirup in den Tee. Dazu Milchpulver. Das nimmt dem kalten Tee die Bitternote. So, das will ich durchrühren. Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Dann gibt's Ärger vom Chef. Die wichtigste Idee von Frau Lin ist so einfach wie genial. In den kalten Tee gibt sie Kügelchen aus Tapioca-Stärke. Die Bubbles im Tee. Aus traditionellem Kännchentee wird ein cooles Spaßgetränk. Mit Strohhalm aus dem Becher to go. Seitdem ich 1984 ins Teegeschäft eingestiegen bin, habe ich eine Menge über Tee gelernt. Tee mit Milch habe ich schon immer gemocht. Und in meiner Kindheit habe ich Tapioca-Desserts geliebt, die ganze Schulzeit hindurch. Als ich dann mein Geschäft gegründet habe, habe ich einfach meine Lieblingszutaten kombiniert. Und weil es bei uns im Sommer so heiß ist, habe ich das Ganze kalt serviert. Und so ist dann der Bubble Tea entstanden. Frau Lin ist in Taiwan heute eine berühmte Frau. Sie hat das Teetrinken für junge Leute gerettet und gleichzeitig eine Lawine losgetreten. Bubble Tea hat sich in allen Varianten selbstständig gemacht. Wir machen die nämlich Bubble Tea mit Früchten. Absolute Spezialität und dafür ist er berühmt. Das sieht aus wie ein Obstsalat. Die Nachahmer haben Frau Lins Rezept verstanden. Zucker und Kügelchen. Und sie haben Kreationen mit mehr Zucker und noch mehr Kügelchen auf den Markt gebracht. Wow! What is that? Wow! Oben süß, Karamellschicht unten, ungesüßter Tee. Mmh. Oben drauf Frischkäse, unten kalter Tee. Hier? Das ist warm. Das ist eine Wahnsinnskreation. Bubble Tea wird weltweit ständig verändert. Bunter, süßer, schneller. Fruchtbubbles statt Tapioca. Ein riesiger Berg an Wegwerfbechern bleibt zurück. Ha! Und sogar er trinkt Bubble Tea. Das scheint hier wirklich ein großes Ding zu sein.
So viele Perlen an jeder Ecke. Und genau hier werden die hergestellt. Kommen Sie mit? Die Perlen im ursprünglichen Bubble Tea bestehen aus Tapioca. Eine geschmacksneutrale Stärke aus der Maniokwurzel. In Asien ein traditionelles Bindemittel. In der Fabrik in Taipeh mischt Sebastian Lege braunen Zucker mit Tapioca-Stärke. Es entstehen die dunklen Perlen für Bubble Tea. Aus dem hier drehen wir einfach den hier. Und nur durch Rotation, ganz einfach. Das ist die Mischung, die oben gemacht wurde, und daraus werden die Perlen. Genialer Trick. Nach dem Verpacken sind die Tapioca-Perlen jahrelang haltbar. Sie machen Bubble Tea zu einem der berühmtesten Exportprodukte von Taiwan. Weltweit ist Bubble Tea weiter auf dem Vormarsch. In den nächsten Jahren soll der Umsatz auf mehr als 7 Milliarden US-Dollar ansteigen. Frau Lins Erfindung hat Tee wieder populär gemacht. Mit unerwünschten Nebenwirkungen auf der ganzen Welt. Auch für ältere Kinder ist Bubble Tea wirklich nicht der geeignete Durstlöscher. Denn er enthält viel Zucker, künstliche Aromen und Farbstoffe und dann wirklich nur ein bisschen Teeextrakt in der Regel und keinen richtigen Tee. Dafür bezahle ich aber viel Geld und bekomme am Ende sehr viele Kalorien. Eine Aufgabe für Sebastian Lege. Entwickle guten Bubble Tea. Mit viel Geschmack und gesunden Zutaten. Herzlich willkommen in meiner Bubble Tea Fabrik. Ich habe mir gedacht, ich mache das mal in gesund. Also ich glaube, ich mache auf alle Fälle sowas wie Karotte und Ingwer, Tomate und Gurke. Vielleicht auch wirklich auf die Gemüseebene das zu machen. Ich will irgendwas kreieren, wo die Leute sagen, ja, das schmeckt sehr interessant. Nicht so süß wie Bubble Tea, aber eine tolle Alternative. Der Produktentwickler setzt auf kalorienarme Alginatperlen. Der Zusatzstoff wird aus Algen gewonnen. In einem Calciumbad gelieren die Alginatkugeln außen. Gefüllt sind sie mit Saft. Im Mund können die Saftkugeln dann lustig platzen. Alginat, Calcium. Das sind unsere beiden Stoffe, die miteinander reagieren. Und hier entstehen die kleinen Tropfen. Plupp, 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 plupp. Fallen in die Calciumflüssigkeit, gelieren außenrum und fertig sind meine Bubbles. Passt die Rezeptur nicht, kommt der Tropfen rein und verschwindet im Wasser. Der erste Testlauf. Sebastian Lege ist mit dem Resultat schon ganz zufrieden. Hier sind meine kleinen Bubbles. Die bubbeln auch schon voll. Ja, die sind schon gar nicht schlecht, aber noch viel zu klein. Und der Basistee fehlt mir auch noch. Ich habe hier ungesüßten Tee. Dann nehme ich noch ein bisschen Karottensaft. Karotte in Spirulina, das wäre jetzt gar nicht so schlecht, oder? Ja, das schmeckt noch nicht so richtig gut. Die Bubbles sind noch viel zu klein. Ich muss hier noch ein bisschen tüfteln und dann geht's raus auf die Straße. Und dann frage ich die Leute mal, was sie von meiner neuen Alternative so halten. Tagelange Tüftelei. Für Produktentwickler Sebastian Lege ist das Alltag. Er arbeitet am bestmöglichen Geschmack. Ja. Yeah. Yeah. Am Düsseldorfer Rheinufer will Sebastian Lege seinen Bubble Tea testen. Er hat eine richtig gesunde Alternative im Besseressermobil. Herzlich willkommen an meinem Bubble Tea Stand. Ich habe mir gedacht, das Ganze mache ich jetzt mal in komplett natürlich. Natürliche Bubbles, natürliche Tees mit weniger Zucker. Und ich bin gespannt, ob die Leute mir den abkaufen. Die ersten Düsseldorferinnen und Düsseldorfer treten an. Zur großen, gesunden Bubble Tea Verkostung. Sehr gut. Sehr gut? Ja. Nicht schlecht. Nicht so süß. Mir schmeckt der Tee gut. Der Tee ist weniger süß. Mhm. Das finde ich gut. Also schmeckt mir.
Bei den Bubbles sind die Testerinnen und Tester skeptischer. Der Tee an sich, der ist schon ganz okay, aber die Bubbles jetzt, ne. Die Bubbles haben nicht so die normale Festigkeit. Die haben nicht so einen intensiven Geschmack. Alles das, was ihr genossen habt, ist komplett natürlich und ohne raffiniertem Zucker. Okay. Ah, okay. Ja, dann schmeckt er doch gleich noch besser. Was war das eine coole Verkostung? Und die Leute mögen das gar nicht so süß, wie der verkauft wird. Die natürliche Variante hat ihnen richtig gut geschmeckt. Ich glaube, ich habe eine Geschäftsidee. Der Bubble-Trick zeigt, dass auch gesunde und vermeintlich uncoole Lebensmittel wieder gut ankommen, wenn sie Spaß machen. Höchste Zeit, dass auch die Industrie endlich mal Produkte erfindet, auf die die Verbraucher wirklich warten.